Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich als Journalistin, Autorin, Moderatorin hier moderieren darf heute, denn ich recherchiere gerade über Artensterben an Land und bin richtig, richtig schockiert über den Verlust an Land, den wir erlitten haben. Und dann auf eine Frau zu treffen, die seit 60 Jahren und mehr darauf hinweist, dass die Meere verschwinden, dass die Korallenriffe in Gefahr sind und dass man aber etwas dagegen tun kann, dass es Grund gibt zur Hoffnung, das ist wirklich großartig. Denn darum soll es gehen in dieser Stunde. Wir wollen diskutieren, die Idee von Hope Spots von Sylvia Earle übertragen auf die Medien, auf die Politik, auf die Wirtschaft und wollen dann gucken, was können wir machen? Medien, Politik, Wirtschaft, aber auch jeder Einzelne. Warum gibt es keinen Grund zu resignieren, auch wenn die Lage wirklich, wirklich ernst ist? Hope Spots, das sind diese einzigartigen Meeresgebiete, wo so viel Ökologie und so viel Vielfalt noch erhalten ist, dass sie unbedingt jetzt geschützt werden müssen. Das ist die Mission von Mission Blue und von Sylvia Earle. Und wir weiten eben den Begriff heute auf aus Land auf uns alle. Und deshalb begrüßen wir jetzt unseren Ehrengast, der gerade noch ein neues Mikrofon bekommt. Und ich teste, ob sie hören kann. Sylvia Earle aus Austin in Texas angereist und zuvor war sie noch in Patagonien. Sie ist Meereskundlerin, Algenforscherin, promoviert darin, Tiefseetaucherin. Sie hat Bücher geschrieben, die Bestseller geworden sind. Sie hat die amerikanische Regierung beraten als Chefwissenschaftlerin für die Meeres- und Ozeanographiebehörde. Sie hat 2009 die TED-Conference gewonnen und wenn man gewinnt, kriegt man so viel Preisgeld, dass man richtig ein Projekt anschieben kann und das ist eben Mission Blue geworden und die Hope Spots. Begrüßen Sie mit mir Dr. Sylvia Earle. Es ist großartig, dass Sie hier sind. Mit ihr diskutieren wird einer der bekanntesten deutschen grünen Politiker. Der ist aber auch vom Fach, er ist nämlich studierter Biologe. Er ist ein unermüdlicher Kämpfer für eine bessere Landwirtschaft. Er ist aber auch ein, seit Jahren habe ich nachgelesen, ein Kritiker im Bundestag der Meeresnichtschutzpolitik der Bundesregierung. Hier ist der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dr. Anton Hofreiter. Schön, dass Sie hier sind. So, und auf diesem sehr, sehr, sehr prominenten Panel haben wir noch einen Prominenten, der hat Theater gespielt und Film gemacht und Krimi gemacht und ganz viele Dinge, Filme selber gemacht. Aber er hat seine Prominenz und Bekanntheit genutzt, um zu sagen, es muss etwas anders werden, um ganz, ganz vielen Fernsehzuschauern klarzumachen, was eigentlich passiert. Seine Doku-Reihe heißt Im Einsatz für Eisbären, Haie, Löwen, Nashörner und so weiter. Und er hat auch Bücher geschrieben, das letzte, was gerade erschienen ist. Das heißt, wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche, warum wir dringend Helden brauchen. Und Hannes Jenicke, ich glaube, hier ist vielleicht eine Heldin für Sie, oder? Kommen Sie zu uns aufs Panel. Herzlich willkommen, Hannes Jenicke. Unser nächster Gast ist ein Korallenriffforscher oder wenn Sie es genau wissen wollen, ein Karbonatgeologe, Paläoklimatologe und so weiter. Er lehrt an der Freien Universität Berlin und überall auf der Welt forscht er, wo Korallenriffe sind. Und er gehört nicht zu den Wissenschaftlern, die sagen können, hier sind die Fakten, entscheiden Sie, sondern er gehört zu den Wissenschaftlern, die sagen, macht was und handelt. Und er hat damit schon angefangen. Er hat nämlich Reef Check Deutschland gegründet und das ist ein ganz großartiges Projekt von Citizen Science, nämlich von jedem Taucher, der nicht nur zum Spaß taucht, sondern bei seinem Tauchgang dokumentiert, was passiert, was ist noch da. Also ein Projekt, wo jeder tatsächlich helfen kann. Und Dr. Georg Heiß ist hier und stellt es gleich vor. Herzlichen Dank. Ich stelle Ihnen jetzt jemanden vor, der vermutlich an einem der schönsten Arbeitsplätze der Welt arbeitet, auf Frigate Island. Das ist eine der Seychellen-Inseln, irgendwo zwischen Madagaskar und Sansibar im Indischen Ozean. Ein Traum mit Stränden ohne viele Menschen. Ein Ressort, in dem Tiere gerettet werden, an dem die Ratten verschwunden sind, damit die gefährdeten Vogel- und Tierarten und Schildkröten und Fische gerettet werden können. Es ist aber ein Luxushotel, wo man ziemlich viel Geld ausgeben muss, um dort sein zu dürfen. Aber es ist eben ein besonderes Hotel und wie das ein Hope Spot sein kann, das erklärt er uns gleich. Wayne Kavchuk, thank you for coming. Applaus
Einen Stuhl haben wir noch frei für jemanden, dem wir besonders applaudieren müssen, dass er hier ist, weil er so erkältet ist und mit Halsband es trotzdem aus München hergeschafft hat. Das ist nämlich der Chefredakteur von Utopia. Und das ist utopia.de, ist die Seite. Vermutlich kennen Sie sie eh alle, aber das ist der Versuch zu sagen, jeder kann teilhaben am großen Projekt Weltrettung durch verantwortungsvollen Konsum. Und das Ganze macht sogar Spaß, wenn man sich anders verhält. Es ist eine richtige Web-Community, die sich austauscht, zum Beispiel darüber, wozu Bananenschalen alles gut sind, ist gerade aktuell auf der Seite. Und der Chefredakteur ist Andreas Winterer. Herzlich willkommen. Silvia Earle, die Hope Spots, das war ja Ihre Idee, Meeresschutzzonen zu schaffen, so ähnlich wie die Nationalparks. Das war 2009, haben Sie den Ted Prize gewonnen. Und was hat sich in der Zeit geändert? Was hat sich anschieben können? Können Sie uns ein bisschen erzählen über diese letzten Jahre? The idea behind Hope Spots was, I think, inspired by efforts that were taken about a century ago to embrace the land with parks. As people began to recognize that the land, the wildlife, the birds, all of it was changing so fast. And the same thing is now happening in the ocean. When I was a child, the common wisdom was the ocean is so big, so vast, so resilient, nothing humans can do could possibly harm the ocean. And we've been using the ocean throughout all of our history as a dump site. If you don't want it near where you live, you throw it in the ocean. With our increasing numbers and our increasing access to the sea, more and more stuff has been put in the sea, and rivers drain into the sea, carrying all the debris and poisons, toxins from our societies. We also had the impression you could take anything out of the ocean that you want, infinite extraction. And even if the fish or the whales or the seals or whatever disappeared, why should we care? What difference would it make if there are no whales anymore? If you've never seen a whale, why should you care? Well, what has changed is now we know. We know what we could not know when any of us, even 10-year-olds or children, we learn so much now, so fast, that we can see that what we do to the natural world degrades our potential for future existence and even our present existence. So the idea of embracing the ocean the way we have taken efforts for the land with similar benefits, protect the water, protect the birds, protect nature. It's an idea whose time has come. And since the 1970s, when Australia established the Great Barrier Reef Marine Park, things have gradually begun to take off around the world and to realize one important thing. It's not good enough to call a place a park. It's not good enough to create that aura of protection. You have to really protect it. When the Great Barrier Reef was first established, only 3% was really established where even the fish were safe. They still allowed fishing. They still allowed dumping of things. Even trawling the bottom of the Great Barrier Reef Marine Park to catch shrimp was and still is allowed. But they've increased the amount from 3%, then they doubled it to 6%. Now it's more than 30%, which means that 67% is still open to exploitation, but they call all of it a park. We're learning that we have to give back to the ocean. We have to really seriously protect areas, and those are the hope spots. And it comes from people like you, divers in particular, who have embraced a place they love. They nominate it for protection. The International Union for the Conservation of Nature has a volunteer group of advisors, scientists who review these applications, and then it begins, where it reinforces what already exists. You take photographs, gather data,
you submit it on a website that is available to the world, you enhance the profile of the place you love. And if all goes well, someday it will be a give back place, a fully protected area, a hope spot. That's it. Vielen Sorry. Dank. Long answer to a short question. So, die Ocean Film Tour, die hat mir die Aufgabe gegeben, zu diskutieren, Hope Spots in der Politik, in der Wirtschaft und in den Medien. Und das klingt natürlich erstmal sehr optimistisch, weil wir alle viel Grund haben zu sagen, es könnte mehr passieren. Aber Herr Hofreiter, wie würden Sie das denn sehen? Finden wir Hope Spots in der Politik? Sie haben im Bundestag oft gesagt, wir brauchen jetzt endlich Meeresschutz und sind nicht gehört worden. Kein Wunder bei der Koalition jetzt, aber trotzdem... gibt es in der Politik, wie würden Sie es einschätzen in der Politik gerade? Gibt es da Hope Spots? Erstens haben wir den großen Vorteil, dass wir in einer Demokratie leben und da gibt es zum Glück die Politik nicht, sondern da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Politiken und deshalb finden wir Teile von Politik, wo wir natürlich große Hoffnung finden. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch schon Beispiele gefunden, wo man was erreichen kann. Wenn ich mich daran erinnere, wie vor 20 Jahren mal gesprochen hat über die Möglichkeit, erneuerbare Energien, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Da hieß es Photovoltaik unbezahlbar, Windkraft funktioniert überhaupt nicht mehr. Und jetzt, nur 15 Jahre nachdem das richtige Gesetz gemacht worden ist, das sogenannte Erneuerbare Energiengesetz, ist Photovoltaik von unbezahlbar zur günstigsten Form geworden, wie man Strom produziert. Inzwischen gibt es Photovoltaikanlagen, die in sonnenreichen Gebieten den Strom für 1,8 Cent, also US-Cent, produzieren. Nicht direkt hier bei uns, aber bei uns ist auch auf ein paar Cent runtergegangen. Also da zeigt sich, dass wenn man eine Mischung hat aus Bürgern, die aktiv sind, den richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Wirtschaft, die das Ganze annimmt, dann kann viel passieren. Und das ist auch für die Meere total wichtig. Was sind die Hauptursachen, was die Meere zerstört? Das ist auf der einen Seite die Übersäuerung. Woher kommt die? Von CO2, das wir in die Luft blasen. Das ist die Erwärmung. Nämlich die Klimakrise macht auch die Meere wärmer und das bringt gerade die Korallenriffe in Schwierigkeiten. Dann der nächste Punkt ist die Frage mit Plastikvermüllung, eine der größten Probleme. Es ist uns tatsächlich gelungen, als Menschen sowas wie den Pazifischen Ozean mit Plastik zu vermüllen. Und da gibt es noch eine Reihe weiterer Punkte, aber auch beim Plastikmüll. Es gibt zum Beispiel das Potsdam-Institut für Polymerforschung. Die sagen ja, selbstverständlich können sie alle Verpackungsplastikarten so herstellen, dass wenn die, zum Beispiel eine Plastikflasche ins Meer fällt, wo sie besser nicht hinfällt, aber man könnte sie so herstellen, dass die Plastikflasche merkt, sie fällt ins Meer und sich dann in CO2 und Wasser auflöst. Das heißt nicht in immer kleinere Plastikfitzelchen, das am Ende dann die Meeresbewohner tötet, sondern das sich tatsächlich in CO2 und Wasser auflöst. Wir müssten nur die Industrie dazu zwingen, und es würde vielleicht 10 Jahre dauern, 15 Jahre dauern, dann könnte man die komplette Produktion von Verpackungsplastik und von Einwegplastik umstellen auf Auflösbares, sobald es ins Wasser, ins Meer fällt. Das ist, bedeutet abbaubar. Wir bräuchten bloß eine Mehrheit dafür. Aber technisch geht das. Das sind lauter so nerdige Wissenschaftler und die sagen, gebt uns die Gesetze, wir kriegen das alles hin. Und natürlich müsste die Industrie ein paar Milliarden ausgeben. Aber es geht. Es ginge. Herr Hofreiter, das Schwierige an der Meeresforschung, Schutz ist ja immer, dass so viele Länder betroffen sind. Und Sie haben ja ein gutes Beispiel genannt, was in einem Land, was ja auch Wirkung hat überall, aber für den Schutz der Meere müssten sich ja wirklich alle an einen Tisch setzen, was ja schwierig ist. Welche Rolle kann die UN spielen? Haben Sie da Hoffnung? Ich glaube, dass das gar nicht unbedingt notwendig ist. Das Beispiel der erneuerbaren Energien. Wir haben das nur in Deutschland gemacht erstmal. Und wir haben da viele Milliarden ausgegeben und ich verstehe nicht, warum Deutschland da nicht viel stolzer drauf ist. Aber in Deutschland ist dafür gesagt worden, dass die erneuerbaren Energien jetzt für die ganze Welt billig geworden sind. Die billigste Art. Und wenn wir in Deutschland dafür sorgen würden oder in Europa, dass Plastik so hergestellt werden kann, dass es abbaubar ist, zum Beispiel durch eine Ökodesign-Richtlinie, und wir bei uns die Industrie zwingen würden, ich glaube, das hätte eine Ausstrahlung auf die ganze Welt. Dieses Man muss immer alle koordinieren, alle müssen zusammenhelfen und wir warten auf den Langsamsten. Das führt dazu, dass eben nichts passiert. Wir warten nicht auf den Langsamsten, wir trauen uns mal selber voranzugehen. Und das Beispiel erneuerbare Energien hat es gezeigt. Und das können wir, wie gesagt, beim Plastik genauso machen. Und das würde was ändern. Oder auch nur bei der Sonnencreme. Man muss Sonnencreme nicht so herstellen, dass wenn sie ins Wasser kommt, zum Bleichen der Korallen beiträgt. Auch da könnte man was ändern. Man muss es wissen, man muss es verstehen, man muss es anpacken. Zack. Zack, okay. In diesem Sinne.
Wir machen in diesem Tempo weiter und mit diesem Appell, es geht und wir müssen nicht auf alle warten. Trotzdem, Sylvia, ich würde Sie gerne auch noch mal fragen nach dem Vertrauen in die Politik und wo Sie Hoffnung haben, denn die amerikanische Regierung hatte Sie ja schon einmal als Chefberaterin, Chefwissenschaftlerin und in dem Film Mission Blue, den ich sehr empfehlen kann, haben Sie gesagt, ich habe da aufgehört, weil ich nicht mehr die Wahrheit sagen konnte. Wie schätzen Sie die Politik heute ein als Hopespot? What was your idea of politics today as a hope spot? Well, politicians are people too. And many of them have children. Many of them do care. I think it's fair to say you are a hope spot. Because you use your power in ways that anticipates the direction we're going. And you don't like what you see. And you do what you can to change it. Everyone can do the same thing. You can, now armed with knowledge that did not exist when you were children, and certainly when I was a child, and you can see where things are going. The trick is to believe the evidence, to trust what you know is true, and to learn how to cut through the marketing that is, what do you call it, disinformation. Those who say climate change isn't real. Well, look at the evidence yourself. The evidence is there. All you have to do is acknowledge it and then make decisions accordingly. You can't believe everything you hear, but if you evaluate, learn how to ask, do what a child does. They ask questions. How do you know that? Where did you find that out? Why do you know? I mean, who, what, why, where? And be relentless about asking questions until you're satisfied that what you hear, what you see is true to the best of our ability. That's what scientists do. You look at the evidence. Anybody can do it. Everyone should do it. But some of the people currently in power have short-term thinking. They are concerned about the future. They're thinking about either the next election or the next quarter or the end of their life, not thinking about civilization as a whole. But if people through all time had just been very, you know, self-centered and only thought about them now, where would we be today? We would not have language. We would not have music. We would not have art. We would not have a world that works in our favor. It's those visionaries, and it should be all of us, using a piece of who and whatever we are to make those conscious decisions that make the world better than we found it, to the best of our ability. And, well, I try to find that aspect of people, including, I've been privileged to meet with some of the presidents of my country. The president of Mexico recently is a hope spot because he has used his power, listening to his people, and dedicated a huge area of his country recently as a fully protected area around an offshore island, or a group of islands, the Riegajeros. President of Chile, the one who just retired from office, Michelle Bachelet, she acknowledged the will of the people of Easter Island, the Rapa Nui, listened to them, used her power to get behind them, and established all of the ocean around Easter Island, Rapa Nui, for protection. Same with several other areas on the land and in the sea. Chile is moving up in terms of protecting their natural assets. Same, I also had an opportunity just last week to meet with the president of Brazil. And he has not yet made the commitment, but he's feeling the pressure from the people saying, we need these areas in the ocean for protection. And I think he's listening. And the thing I find most effective, doesn't always work, but when you go with a handshake, you try to find a common ground. Sometimes you have to go with a fist.
but mostly you try to listen and find the areas of agreement, and you work from there. And I believe there's reason for hope that we are moving in a positive direction. Not quite fast enough, but we're on a roll. We're also starting, yeah. Danke für das Plädoyer für die Hoffnung. Hannes Jenecke, Sie machen ja eine Reihe von Filmen, in denen man ganz gut erklärt bekommt, auf so eine packende, spannende Weise, was eigentlich los ist in der Welt. Also ich stelle mir so vor, Sie nehmen so die Studien zusammen, die die Grünen immer auf den Tisch bekommen, sagen, wie erzähle ich das denn so, dass es in jedem Fernsehwohnzimmer mitgeguckt wird. Ist das so die Art, wie man Hopespots kreieren kann, indem man komplizierte Sachen übersetzt in eine packende Fernsehgeschichte? Das ist das Grundkonzept. Also es hat auch ganz praktische Gründe, wenn ich zum Sender gehe und sage, ich mache jetzt einen Film über Regenwaldvernichtung und Palmölproduktion, kriege ich A, kein Budget und ich laufe irgendwann nach Mitternacht. Wenn ich eigentlich zum Sender sage, ich mache einen Film über verwaiste Orang-Utan-Babys, deren Mama gerade aus der Palmimplantage geschossen wurden, dann lande ich im Hauptabendprogramm. Also ich benutze diese Tiere eigentlich nur, um das größere Umweltproblem zu bebildern. Und das mache ich natürlich auch, weil die Politik halt erschreckend untätig ist. Die Industrie macht mal gar nichts. Und du kannst, glaube ich, über diese sehr emotionale Erzählweise über aussterbende Tierarten tatsächlich den Konsumenten dazu bewegen, vielleicht sein Konsumverhalten ein ganz bisschen zu überdenken. Und das ist der Grund, warum ich diese Dokus mache. Weil ich bin, also im Gegensatz zu Silvia, was Politik betrifft, nicht so optimistisch. Also da würde ich Sie gerne jetzt noch mal hören. Herr Hofreiter hat gesagt, es gibt Gesetze, es gibt Beispiele und zack jetzt bitte. Es gibt ja auch die Technik dahinter. Sie sagen, Sie sind ein bisschen skeptisch, weil ja viele Leute ihre Tiere gesehen haben die Story dahinter. Naja, also ich bin in der gleichen Partei wie Anton und jetzt haben wir eine neue Regierung seit gestern und ich kann nur sagen, den deutschen Fachkräftemangel kann man nirgendwo präziser studieren als an dieser neuen Regierung. Was qualifiziert eine Frau Klöckner als Agrarministerin, einen Herrn Scheuer als Verkehrsminister? Warum kommen da nicht Fachkräfte? Warum ist John Schellenhuber nicht unser Umweltminister? Also ich bin echt von den Socken, welche Truppe jetzt uns in die Zukunft führen soll. Insofern mache ich meine Dokus und hoffe, dass ich damit ein bisschen was bewegen kann. Ein kleiner Hops wird der größer werden. Oder? Ja, wir würden gerne noch weiterkommen mit der Politik. Vielleicht würden Sie ganz gut eine Regierungsmannschaft heute zusammenstellen, Sie alle am Tisch. Da würde ich eigentlich gerne Mäuschen stellen. Ja, aber ich muss halt da auch eins ganz ehrlich dazu sagen. Wir sind zum Glück eine Demokratie und deshalb ist einfach schlichtweg unser Job, dafür zu sorgen, dass mehr Menschen sich dessen bewusst sind, welche große Bedeutung das für sie alle hat und dass wir einfach schlichtweg Mehrheiten haben. Nämlich am Ende entscheidet es die Mehrheit. Ich weiß es nicht, was die Leute am Ende wirklich alles denken, aber ich sehe, was sie wählen. Und da kann ich einfach nur allen sagen, die sich für den Schutz unserer Lebensgrundlagen, für den Schutz der Ozeane, für das, den alten Spruch, wir haben die Erde von unseren Kindern nur gepachtet, dass sich das in reale Politik umsetzt, dass man da einfach schlichtweg dafür Werbung macht, dass mehr Leute das erkennen. Nämlich in Deutschland haben wir die Chance und in allen demokratischen Ländern haben wir die Chance, dass wir dafür Mehrheiten generieren. Und da kann man nur sagen, flott voran, dass wir irgendwann diese Mehrheiten haben. Ja, es wird ja nochmal gewählt werden und Sie dürfen gerne applaudieren, da müssen Sie nicht so schüchtern sein. Vielleicht haben wir da so einen Mehrheitsgenerator, wäre jetzt natürlich das falsche Wert. Sie machen ja keinen Parteijournalismus, aber Sie arbeiten an dem großen Thema, Herr Winterer, Weltverbesserung. Kann jeder machen, jeder ist in der Verantwortung, jeder kann was tun. Wie erreichen Sie die Leute mit Ihren Geschichten? Wir versuchen, die Leute oder den Menschen einfach Dinge aufzuzeigen. Das Ausmaß dessen, was mit unserem Konsum einhergeht, um ein einfaches Beispiel zu nennen. Wir haben hier alle ein Wasser stehen. Dieses Wasser kommt nicht aus der Leitung. Es wird aus Flaschen hier gemacht. Das ist natürlich ein Event. Da macht man das halt so. Aber damit dieses Wasser hier ankommt, wird es irgendwo in der Ferne abgefüllt. Es wird in schwere Glasflaschen umgefüllt. Es wird mit Transportern hierher transportiert. Und dann trinken wir es. Und von der Qualität her entspricht es eigentlich Leitungswasser. Ja. Und die Menschen darauf hinzuweisen, überleg doch mal, ob du wirklich dein Wasser ausschließlich aus Kastenwasser bestreiten musst oder ob es nicht auch Leitungswasser tut, das ist zum Beispiel eine Aufgabe. Wir müssen auch versuchen, immer nützlich zu sein und den Menschen Lösungen zu geben. Ich bin da mal ganz banal und wir müssen auch wirklich in die Tiefen des Alltags der Menschen steigen und zum Beispiel sagen, schau mal, du hast einen verstopften Abfluss, wie kannst du den denn sauber machen, ohne dass du da die schlimmste Chemie reingießt? Ja, welche einfachen Tricks gibt es, das eben umweltfreundlich zu machen? Bis hin zu erklären, zum Beispiel im Umfeld der erneuerbaren Energien,
Da heißt es ja immer, die wäre teurer, weil natürlich zum Beispiel die Menschen auf ihrer Rechnung, die sehen die erneuerbare Energienzulage. Was sie nicht sehen auf der Rechnung ist ja, dass auch die Atomenergie mal sehr stark, und zwar extrem stark subventioniert wurde. Dieses Geld ist nirgendwo sichtbar. Das müssen wir den Menschen erklären. Und nicht zuletzt müssen wir ihnen auch natürlich Helden vorstellen, um wieder bei den Hopespots anzukommen. Und da natürlich müssen wir versuchen, möglichst unterhaltsam zu sein. Und auch wenn nicht jeder dann am nächsten Tag sofort sein Konsumverhalten komplett umstellt, kann man doch die Menschen dafür sensibilisieren und sie dann vielleicht zum Beispiel auch zu politischen Richtungswechseln animieren. Da können wir viel tun, glaube ich. Vielen Dank. Jetzt kommen wir mal von den ganz banalen Dingen im Alltag zum absoluten Luxusort Frigate Island. Denn wir stellen uns ja auch die Frage, welche Treiber in der Wirtschaft, in der Tourismusindustrie können Nachhaltigkeit schaffen. Und da haben wir jetzt ein Beispiel, was mich erst so ein bisschen ratlos gelassen hat. Stellen Sie sich vor, eine Luxusinsel im Privatbesitz, das allerallerallerschönste für die allerallerreichsten Orte. Gleichzeitig kommen aber auf diese Insel, auf den Seychellen, Frigate Island, Leute, die so viel Geld für die Nacht zahlen, dass es möglich ist, auf dieser Insel Leute anzustellen, die sich um Artenschutz, um Tiere, um Fische, um Schildkröten kümmern, von denen Wayne Kapczak ganz lange erzählen kann und mit einer Begeisterung, dass man merkt, ist der jetzt Hotelier oder ist der eigentlich Meeresbiologe? Können Sie uns dieses Konzept erklären, Wayne Kapczak? Can you explain, what are you doing there at Frigate Island? Is it a luxury hotel or do you use it to protect the environment? And is it only a rich people's toy or... Could it be a model for bigger hotspots? It certainly can be a model for bigger hotspots. You know, people look at a plastic bottle and say, okay, should I have this bottle? And then there may be someone comes up with a better bottle that says this is not as bad for the environment. But is that really correct? And it's the same thing with a holiday. It's the same thing with a resort. You know, we all must be responsible in where we go, how we act. And there are so many places that... greenwash what they do. You know, putting a simple card on a towel that says conserve water or, you know, hang on the side if you don't want to use it is not enough. So I think that hotels and islands as leaders can be sort of a micro example of what can be done right in a place, especially in a controllable circumstance. Yes, it is expensive to do the right thing. I think it's expensive to have conservation programs sometimes, to be able to fund the restoration work that needs to be done, to take something and improve it. But we've had great luck with that in the Seychelles, and we've had great luck with that certainly at Frigate Island. As a country, as a nation, we are not the cheapest out there. When you look at the Seychelles, you can travel to the Maldives much less expensive. You can go here, there, and everywhere else. But what are you really getting for that? You know, I think the educated consumer who understands the difference between resorts or hotels or islands who are doing the right thing versus those who are just sort of greenwashing and saying, oh, it's beautiful, is really an issue. When you go on holiday, you should be able to enjoy. You should be able to relax. But you also should do the right thing, too. And it's a good time to reconnect with nature. This is why we go away. Now, this doesn't have to be in an island in the Indian Ocean. This can be in the... you know, in the jungle, in the forest across the street. You know, I think we need to take a look carefully at how we do things, what we do, and really what we take away from it. So I think that resorts like Frigate Island are hope spots because I think we really try to do the right thing in the right way. We try to be able to be a good example for others and lead that. And it can be done on every level of the marketplace, with the small inns and guest houses, as well as the big resorts. You know, it's about people talking to people, about taking notice of where they are, the environment around them, the culture around them, and how other countries do it right. Could be a small country, could be a big country, but really to have that experience, and experiential travel is so important. Mm-hmm. Was sagen Sie denn, danke, was sagen Sie denn, achso, vielleicht kurz für alle, die nicht mitgeflogen sind, schnell einmal, die Idee, dass jedes Hotel das machen kann, dass es natürlich Geld kostet, ein Konservierungs-, also ein Naturerhaltungsprogramm zu machen, das ist leichter für ein reiches Hotel als für Leute, die mit weniger Budget reiten, aber jeder kann tun und es geht letztlich im Tourismus darum, dass man sich erholt, aber auch, dass man sich wieder zurück mit der Natur zurückverbindet. Aber in Ihrem Fall ist das ja so eine Natur, wenn ich für eine Nacht bei Ihnen
13.000 Euro in der Familiensuite bezahle, hat es ja für alle die, die das zufälligerweise nicht leisten können, hat es den Geschmack, da können sich bestimmte Leute sehen, wie schön die Welt einmal gewesen ist. Und viele sind davon ausgeschossen, die werden niemals die Chance haben, diese Schönheit zu sehen. Und es wäre natürlich auch flugmäßig nicht gut, wenn alle tatsächlich hinfliegen würden. Wie weit kann das dann als Modell gehen? Was sagen Sie denn dann? So I think what's important is that, again, setting the example the correct way. I think being able to set practices in place to be honest and true to what you do and how you do it. I have worked at two-star hotels, or one-star hotels, and people talking to people, the engagement of the philosophy of the hotel or of the island or of the country on how they feel about it really is what's important. So it's about storytelling, you know, and I think it's about good storytelling of really what we should be looking at when we go enjoy these beautiful places, or else they won't be beautiful places very long. So this is crucial. Mm-hmm. Also die Lösung. You wanted to add something? Taking care of the environment is not a luxury. It's a necessity. Yes. And it is not more expensive if you account for the real cost of doing things poorly. We all pay the cost of cleaning up the trash, or when you think about not accounting for the benefits that we get from nature. We think of air as free. We think of fish in the ocean alive as free. They're only valuable when they're dead, right? The way we account for nature. Some visionary individuals, president of Palau, another island nation, has done the numbers with sharks and calculated that a live shark is worth at least $1 million, a dead shark maybe a few hundred dollars. Why? The value to his little island country, for people who come there to see live sharks, far outweighs the cost or the value to fishermen in his country who cut off the fins and sell them as a dead animal. So we have to think about the value of nature and put it on the balance sheet. Being careless with nature is costly. Yes. And we need to face up to that. Everybody pays. Ich würde mir jetzt sagen, natürlich können wir uns das Hotel für 13.000 Euro die Nacht nicht leisten, aber es gibt eine wachsende Zahl von Unterkünften, Hotels, vegane Hotels, Bio-Hotels, Zero-Waste-Hotels, deren Macher zum Teil von solchen Erzählungen inspiriert sind und sagen, Mensch, eigentlich könnte ich doch mein Hotel auch umstellen. Ich könnte doch tatsächlich mehr machen, als nur ein Schild hinzumachen, benutzt dein Handtuch ein bisschen länger. Und da gibt es sehr viele Beispiele und inzwischen auch mehrere Anbieter zum Beispiel im Internet, die diese Unterkünfte sammeln und so durchsuchbar machen, dass man seinen Urlaub planen kann und sich überlegen kann, Mensch, ich mache einfach mal einen Zero-Waste-Urlaub. Ich will nur sagen, auch, also es gibt diese großen Hotspots, aber es gibt natürlich auch ganz viele kleine Hotspots, die sich davon inspirieren lassen. Hannes Jenecke. Ich wollte einfach dem Wayne einen kleinen Marketing-Tipp geben. Dieses Neid-Argument, das können sich ja nur Steinreiche leisten, ist insofern falsch. Da kommen halt echt die CEOs von genau den Konzernen hin zum Urlaub, die echt Veränderungen machen können. Ich habe Wayne gestern Abend mal gefragt, wen er so als Gäste hat. Das sind genau die Konzerne, die eigentlich umdenken müssen. Wenn du mit denen redest, ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten bei SAP, bei einem Innovationskongress, diese Top-Manager leben genau im gleichen U-Boot wie Politiker. Die haben keine Ahnung, was in Indonesien, in Malaysia, auf Madagaskar mit dem Regenwald passiert, was mit dem Artensterben passiert. Wenn die da 2 Wochen Urlaub gemacht haben, erleben die Natur so, dass sie dann echt umdenken. Und das sind die Entscheider. Insofern finde ich es völlig richtig, dass es diese Art von Luxus-Resorts gibt, weil Wayne sorgt natürlich dafür, dass die kapieren, dass die Schildkröten aussterben, dass die Meere überfischt sind, dass das Plastik das Meer versaut, dass die Korallen sterben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du diese Entscheider irgendwann kriegst. Und die kriegst du genau so. Das ist meine Meinung. Das ist.
Georg Heiß, Sie sind Riffforscher und haben eine ganze Menge zu erzählen. Sie haben ungefähr alle Riffsarten, viele Meere angeguckt, viele Meere gesehen, die so wunderschön erhalten sind wie in Fragget Island, aber auch andere Korallen. Silvia sagt ja immer, die Hälfte aller Korallenriffs sind schon gestorben. Sie sind auch Mitorganisator, 2018 ist das Jahr der Korallenriffs und Sie sind Mitorganisator dieser Kampagne, um zu sagen, da passiert was im Meer, was wir alle verursachen. Und Sie haben Reef Check gegründet. Und da müssen Sie noch ein bisschen erzählen, was Sie da eigentlich machen. Citizen Science und warum kann das helfen, wirklich ein Hopespot zu sein? Ja, genau. Also wir haben ReefCheck, eine weltweite Initiative, die sich vor 20 Jahren gegründet hat, im 1997, zum ersten internationalen Jahr des Riffes. Damals ist überhaupt erst mal bekannt geworden, dass Riffe weltweit bedroht sind. Das vorher gab es nur vereinzelte Berichte, keine vernünftigen Überblick, ähnlich wie für den gesamten Ozean. Umso weniger war bekannt über die Bedrohung der Riffe. Und damals war ein Ansatz für das internationale Jahr der Riffe: Wir wollen mal wissen, wie geht es den Riffen weltweit. Also einmal einen kompletten Überblick zu kriegen mit so vielen Punkten wie möglich. Angezielt waren 100 Riffe mit der gleichen Methode schnell zu erfassen. Auch das gab es vorher nicht. Wie konnte man sowas machen? Es gibt wenige Wissenschaftler. Wissenschaftler haben wenig Zeit, Wissenschaftler sind teuer. Und sie leben in ihrer Blase, in ihrem Elfenbeinturm. Die Idee war, das Jahr der Riffe soll in die Bevölkerung rausgetragen werden. Das heißt, unser Ansatz war damals, wir wollen Freiwillige mit einbeziehen und dadurch die Kapazität erhöhen, im Prinzip verzehnfachen. Für jeden Wissenschaftler, der rausgeht, sollten mindestens 10 Freiwillige mithelfen bei diesen Untersuchungen. Dementsprechend wurde eine neue Methode entwickelt, aus existierenden Methoden runtergekocht, sodass man die relativ schnell erlernen kann und anwenden kann, aber immer noch, das ist wichtig, wenn wir über Evidenz reden, dass sie immer noch wissenschaftlich aussagekräftig ist. Und das ist ein Unterschied von ReefCheck zu vielen anderen freiwilligen Programmen, wo jeder einfach seine Beobachtungen melden kann. Das ist wichtig, absolut. Aber der Benefit von ReefCheck oder der Ansatz war, dass eben das wissenschaftliche Daten erzeugt werden sollen, mit denen man dann, und dann kommen wir zur Richtung Politik, Entscheidungsträger, mit denen man dann hier belegen kann, okay, hier sind die Zahlen. Es ist nicht so, mein Opa hat früher gesagt, da gab es mehr Fisch, sondern es gab so und so viel mehr Fisch und es wurde so und so viel mehr gefangen. Wir mussten 3 Tage raus, um mal 100 Kilo zu gehen und nicht nur einen Tag. Und das in Zusammenhang mit dem Einbinden der Freiwilligen, das ist so der Ansatz gewesen von ReefCheck und teilweise auch anderen Programmen, aber eben, wir sprechen ja hier über ReefCheck, dass auch nachhaltig beobachtet werden soll, dass wir wirklich solche harten Fakten, Daten erzeugen können, mit denen man dann an die Politik ging. Später wurde das Programm dann auch in UN-Programmen als eines der Standardbeobachtungsprogramme aufgenommen. Und es macht ja auch was mit den Leuten, die da mitarbeiten, mit Daten sammeln und plötzlich nicht nur Hobbytaucher sind, sondern Teil eines großen Forschungsprojektes, wo sie Verantwortung haben. Ganz genau. Und das ist eben unser Hopespot. Das heißt, wir haben über die Jahre haben 12.000, 15.000 Freiwillige mitgemacht. Wir haben 12.000, 15.000 Hopespots und wir hoffen, dass wir damit auch Botschafter haben für die Belange der Riffe, dass die eben rausgehen und weitererzählen, ich hab was Tolles gesehen, ich habe was Tolles gemacht, ich bin bei diesem Tauchgang, jeder, der hier taucht, wird sagen 100 Meter, das ist unser Beobachtungsraum, 100 Meter in einem Tauchgang in einer Stunde, das ist ja albern, jeder Taucher zeigt einem da den Vogel, aber ich habe ganz neue Sachen gelernt, ich habe was ganz anderes gesehen und noch dazu den Benefit gehabt. Also es ist eine Win-Win-Situation oder Triple-Win, wenn man so möchte. Und das ist woran wir sind. Und es hat sich dann, es war eigentlich nur 1997 als ein einmaliger Event geplant. Und weil es keine Infrastruktur gab, kein Geld für diese Projekte und Ähnliches. Und es kam von den Volunteers, von den Freiwilligen, kam das Verlangen so, und was machen wir nächstes Jahr? Da machen wir doch wieder ReefCheck. Ich finde, das ist auch mal gut. Applaus wert, diese Verselbstständigung von Forschung. Und wie es dann hinaus wirkt und ein Netz wird von Forschern. Silvia,
Sie warnen ja immer davor, dass die Hälfte aller Korallenriffs schon abgestorben sind. Und wenn wir uns vorstellen, die Hälfte aller Wälder wären tot, wir wären viel alarmierter, aber die Meere betreffen uns ja genauso. Jetzt sagt eben Hannes Jenicke, wie Politiker leben auch die Top-Entscheider in der Wirtschaft oft in Blasen und wissen nicht diese Zusammenhänge, das entsetzliche Ausmaß der Umweltzerstörung. Sie haben gerade ein Beispiel dafür geliefert, dass ganz viele Menschen freiwillig in ihrer Freizeit als Volunteers helfen und dokumentieren und daran arbeiten. Wie schätzen Sie das ein? Wissen alle Menschen Bescheid, was zu tun ist und tun sie so nichts? Oder ist das immer noch so ein Elitenwissen, dass zu wenige Leute Bescheid wissen, wie dramatisch das die Situation der Erde ist? What is your idea about the situation of the Earth? Well, I salute the International Ocean Film Festival for making a much wider audience aware of the reality of not only the bad news, but also the good news. You can't care about something if you don't know about it. And getting to know the creatures who live in the sea, up close and personal, and to see the amazing diversity of life in the ocean. As you quoted Cousteau, you can't care about it if you don't love it. How do you love it if you don't know about it? And it all ties together. It's that hunger, that need to know and understand. And once you're armed with knowledge, and we are, early in the 21st century, more than any others who have preceded us, the smartest people who ever lived do not have available to them what kids of today have available to them. We're the beneficiaries of all of this new knowledge, but we're burdened with old beliefs. And there's a difference between what you believe and the evidence in many cases. Well, we believe the ocean is too big to fail. We believe that we can put anything into the ocean and it will just go away. We believe we can take fish until, you know, it doesn't matter how many we take, because there'll always be more fish. We somehow believe that Earth will go on giving us the benefits that have always been there, but now we've got the evidence. Huh. What's more exciting than that? To come along in the 21st century and to realize that everything we care about is a gift from nature, and now we have to give back. All you have to do to think, well, what if we failed to do that? Well, look at the trends. Here we are. We can now look at the evidence and see this is what's happening to the resilience of our home, that the chemistry of the earth has changed in my lifetime because of what we're putting into the atmosphere, what we're putting into the ocean, what we're taking out of the land, out of the ocean, that network of life that over billions of years has shaped rocks and water. Think Mars. Oh, so you want to make Mars home for humans. Great. Where do you start? Rocks. You need some water. Oh, you need air to breathe. That'll take some time. How about billions of years it has taken for life to shape Earth in ways that are hospitable for us? We could not survive on Earth, even though there were rocks and water. Even when there were rocks and water and lots of microbes, it took a long time to get us to where we are. It has taken us decades, not billions of years, to unravel what it has taken to make Earth function in our favor. Wouldn't you think that the highest priority for all of us is to keep Earth safe, to do what it takes, whatever it is. Each of us can do something. I mean, taking care of Earth is a team sport. You do this, you do that. You know, everybody can do something. And together, we can, and we really must, if we're going to have an enduring future on this little rock in the universe that happens to be blue and filled with life. We know how to destroy it. We've been doing a great job of that. Our opportunity that no one has ever had in the past
Only right now have we known enough to see what has been happening and also what we can do to turn it around. The thing is, we just have to be motivated to do it. And that's the key. And you're the solution. Bitte. Also, was? Applaus. Sie haben es alle gehört, die Motivation ist der Schlüssel dazu und keiner, der in diesem Raum ist, darf entlassen werden aus der Verantwortung, was zu tun, wenn die Menschheit das, was in Millionen Jahren gewachsen ist, damit wir hier leben können, innerhalb weniger Jahrzehnte so riskieren kann, dass die Evidenz sagt, es ist jetzt verdammt gefährlich geworden, dann müssen wir jetzt alles in der Macht tuende unternehmen. Wir haben noch ein paar Minuten und ich würde da gerne noch gute Vorschläge von Ihnen einsammeln, die Sie allen hier mit auf den Weg geben können, uns allen, die wir hier sitzen, wie man diese Hope Spots noch vergrößern kann. Denn wir haben ja gesehen, es gibt ganz viele tolle einzelne Beispiele von Leuten, die sich aufgemacht haben, gesagt haben, es muss was tun. Allen voran Sylvia Earle. Aber wir spüren alle diese Ungeduld, weil es nicht schnell genug gibt. Was können wir tun? Haben Sie noch Ideen, die wir hier als Hope Spot Vergrößerungsort anwenden können? Ich dachte, Sie springen auf und ich weiß nicht, wen ich zuerst dran nehme. Anton Hofreiter. Was dringend notwendig ist, neben dem, dass jeder Einzelne schaut, was er tun kann und neben dem, dass wir positive Beispiele haben, dass wir die allgemeinen Regeln verändern. Nämlich, das ist ja der Punkt, was gerade gesagt worden ist. Man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass wir so sehr in das Ökosystem Erde eingreifen, dass plötzlich Knack macht über einige Jahrzehnte und wir große Schwierigkeiten haben, auf diesem Ökosystem Erde weiter zu überleben. Aber den Punkt haben wir jetzt erreicht. Das ist zwar schwer vorstellbar, aber um wirklich ernsthaft was zu tun, müssen wir die allgemeinen Regeln verändern. Wir müssen es einfach machen für die Menschen, sich so zu verhalten, dass sie nicht ihre eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Wenn es total schwierig ist, weil das Wasser in der Flasche besonders günstig ist, wenn es mit dem Auto einfacher ist, in die Stadt zu fahren, als wie zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr sich unterwegs zu sein, wenn erneuerbare Energien teurer sind als wie die Energie aus Kohle, weil man die Nebenkosten nicht einbezieht, dann wird es schwierig. Das heißt, wir müssen die Regeln so verändern, dass das anständige Verhalten einfach wird und es den Leuten leicht fällt, ihre eigenen Lebensgrundlagen für sich und ihre Kinder zu retten. Und deswegen glaube ich, dass demokratische Politik so wichtig ist, neben dem Beispiel der Einzelnen, neben der wissenschaftlichen Erkenntnis, weil demokratische Politik die Regeln für uns alle festlegt. Nämlich im Parlament werden die Regeln für uns alle festgelegt. Und diese Regeln müssen wir so machen, dass es nicht mühevoll ist, sich anständig zu verhalten, sondern dass es mühevoll wird, sich unanständig zu verhalten und dass es einfach wird, sich anständig zu verhalten. Das ist im Kern die große Aufgabe, die ich sehe. Hannes Lineke hat einen Vorschlag. Alle hier im Raum stehen hinter diesem Vorschlag und Hannes Jenninger ein paar schöne Vorschläge. Zwei Stichworte. Wir brauchen dringend eine CO2-Steuer, sprich Bestrafung derjenigen, die dreckig leben und produzieren und eine Belohnung derjenigen, die sauber produzieren und leben. Und wir brauchen einen völlig neuen Begriff des Wachstumsmodells. Das ist meines Erachtens sind das die beiden großen Probleme. Dekarbonisierung und einfach Wachstum in Bildung und regenerativen Energien und Nachhaltigkeit und eben nicht mehr Quartalsbericht, Rendite, Aktionärsversammlung, wo es heißt, wie viel Rendite haben wir in den letzten drei Monaten gemacht. Das ist die Krux des derzeitigen Systems. Machen Sie uns einen schönen Abend-Vorabend-Film über diese Geschichte. Wachstum ist die falsche Idee und wie kann es anders sein? Es wird schwer sein, das beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen durchzukriegen. Das werden Sie schaffen. Wenn jemand sagt, Steuer, sagen einmal alle, ist total plausibel, aber auch die Grünen sind gebrannt, das klingt immer noch so nach Verbot. Gibt es nicht auch Modelle, eine Steuer so zu machen, dass auch jemand Nutzen davon hat? Belohnt die Firmen und den Konsumenten, der sauber lebt und arbeitet. Es ist so ein ganz einfaches Prinzip. Es wird ja immer darüber gehen, wir müssen die Leute bestrafen. Du kannst ja auch Leute belohnen, die wenig Strom konsumieren, wenig Wasser. Wir haben ein progressives Steuersystem. Wer 20.000 im Jahr verdient, zahlt sehr wenig Steuern, wer 200.000, warum gibt es beim Stromverbrauch kein progressives System? Bis zu einer Kilowattstunde X zahlst du so und so viel, wenn du drüber mehr verballerst, zahl mehr. Wenn du ein SUV von Porsche fahren möchtest, ein Range Rover, dann besteuer die Kiste zu Tode. Dieser Quatsch, dass jeder in der deutschen Großstadt mit einem Range Rover steht, ist doch absurd. Das kann man doch alles über Steuerschrauben regeln. Ich verstehe nicht, warum man nicht auch das Belohnungsprinzip da mal promotet.
Belohnungsprinzip, gute Idee. Sie setzen sich zusammen, entwerfen was, was so durchschlagend ist, dass wir das schnell bekommen. Ja, Heiß, was haben Sie noch für Ideen? Sie haben es geschafft, Taucher zu Wissenschaftlern zu machen. Haben Sie uns noch was hier auf den Weg zu geben, auch wenn wir nicht so richtig tauchen, nur schnorcheln könnten? Wenn wir beim Einzelnen bleiben wollen, die großen Ideen unterstütze ich natürlich. Jeder Einzelne kann natürlich in der Tat über sich politisch engagieren und eben wählen gehen. Das ist überhaupt mal wählen zu gehen, ist schon wichtig. Dann das Richtige zu wählen oder was anderes zu wählen, ist umso wichtiger. Aber jetzt beim einzelnen Verhalten, ein Beispiel, verringern alle Ihren CO2-Fußabdruck. Wenn Sie gerne tauchen gehen, bleiben wir bei unserem Beispiel, und Sie können sich 2 Wochen frei nehmen zum Tauchen, gehen Sie einmal 2 Wochen tauchen und nicht zweimal eine Woche. Da haben Sie die Hälfte Ihrer CO2-Emissionen im Flug gespart und noch ein bisschen Zeit. Das sind einfache Lösungen, ohne dass man aufs Tauchen verzichten müsste. Verzichten ist ja ein Wort, das man nicht gerne in den Mund nimmt. Auch dazu würden wir aufrufen, aber das ist nicht so populär. Solche Dinge. Und natürlich alles, ganz klar, alles, was dem Klima gut tut, tut den Riffen gut. Das ist eine ganz einfache Grundregel. Man muss nichts Besonderes lernen, um für Riffe was zu tun. Und natürlich sich informieren und weitererzählen. Ich denke, alle, die hier sind, sind schon gut informiert. Aber tragen Sie es raus, erzählen Sie es weiter. Und auch gerade, wo es unbequem wird, gehen Sie dahin. Und da spreche ich auch uns Wissenschaftler an. Wir fühlen uns auch unwohl, wenn wir dahin gehen, wo es laut und schmutzig und konfrontativ wird. Wir müssen rausgehen, wir müssen es auch anderen erzählen, nicht nur den wenigen schon Bekehrten. Das ist unser Problem. Sie haben das Fernsehen, das ist gut als Medium. Da erreichen Sie schon andere, aber auch im persönlichen Gespräch kann man viel erreichen. Und auf Frigate Island haben Sie einen sehr exklusiven Zugang. Aber jeder andere hat auch Freunde, die nicht vom Klima, die haben noch am Klimawandel zweifeln, muss man so sagen. Ein Aufruf zum Missionieren, der muss unterstützt werden. Und danke auch für den Mut fürs Wort Verzicht dabei, dass man sich ruhig trauen kann, das zu nennen. Herr Winterer, Sie missionieren ja eh schon, aber auf so eine nette Art, dass man es nicht merkt, sondern dass es lustig ist. Haben Sie denn als Takeaway-Message für jeden von uns, vielleicht für die Politik, was kann man noch? Als Takeaway-Message eigentlich vor allen Dingen, das möchte ich allen Menschen Mut machen, angesichts der Probleme, die sehr, sehr groß sind, möchte man ja manchmal verzweifeln und sagen, was kann ich denn machen? Ja, ich kann nur so ein bisschen und was ändere ich denn schon groß? Und das liegt natürlich daran, dass wenn man das Problem als Ganzes betrachtet, dann ist es furchtbar groß. Aber wenn man das Problem auf sich selber mal beschränkt und sagt, was kann ich denn tun? Ja, ich kann tatsächlich komplett meinen Energiebedarf durch erneuerbare Energien decken. Und wenn ich das tue, habe ich schon 100% dessen geändert, was ich ändern kann. Ich kann komplett auf Bio-Lebensmittel umsteigen. Ich kann mich zum Beispiel vegan ernähren oder nicht so viel Fleisch essen. Ich kann ein bisschen reduzieren, um mal wieder das unangenehme Wort des Verzichts mit reinzubringen. Ich kann mir überlegen, bei was für einer Bank oder Versicherung bin ich, in was für Dinge investiert die und kann mich entscheiden für eine Bank, die eben nicht in Atomenergie oder auch Kernwaffen, teilweise noch in Minen und so weiter investiert. All diese Entscheidungen kann ich jeden Tag bei meiner Konsumentscheidung treffen. Ich kann sie bei der Kleidung treffen. Baumwolle ist zum Beispiel etwas, was unglaublich aufwendig in der Produktion ist. Und ich kann mich also für Bio-Baumwolle zum Beispiel entscheiden, die nachhaltiger, das ist alles nicht perfekt, ja, aber es ist besser als das, was ich tun oder was das Konventionelle ist. Und ich kann so insgesamt Signale setzen in die Produktion. An die Politik, die dann leichter ist, hat... An die Politik auch, ja, aber ich kann sie vor allen Dingen auch an die Unternehmen setzen, weil wenn die Unternehmen zweierlei Jeans herstellen und man sieht das schon, einige Unternehmen probieren das aus, ja, ich biete jetzt mal was Nachhaltigeres an, einige machen das natürlich zum Grün, aber einige meinen es auch ernst, da arbeiten ja auch nur Menschen und die probieren das mal aus und dann stellen die fest, Mensch, das wollen die Leute tatsächlich haben. Smart stellt zum Beispiel gerade fest, dass ihnen das Elektroauto aus den Händen gerissen wird, sie kommen gar nicht mit der Produktion nach. Elektroauto ist jetzt auch ein sehr schwieriges Thema, sehr komplex und so weiter. Genau, weil uns aber, ein bisschen die Zeit wegrennt. Aber ich will nur sagen, Entscheidung macht's, diese Signale kommen da an und dann werden auch Produktionen umgestellt und dann hat es die Politik auch leichter zu sagen, sag mal, hey Leute, haltet doch mal diese und jene Regeln. Und dann zählt die Kaufentscheidung wie eine Wählerstimme und die Politiker wissen, die haben die Leute hinter sich. Einen Satz von Frigate Island hinaus in die Welt, was können wir tun, was sollen wir hier alle ab heute anders machen, besser machen, mehr bewirken? What's your takeaway message? It's true of travel as well as consuming anything else. Maybe go less, but do it better. Know where you're going. Study what it is. But it's so important to
get out of your box. Maybe leave your nation. Maybe leave your town. Go somewhere else. See how it's done. Listen to the problems there. See how people are trying to tackle those problems, how they're trying to move forward. You know, I know a few years ago in many countries that military service was mandatory after school. And you know, if I had a dream, it would be perhaps for students upon graduation to actually travel, to give them funds, do what you have to do, so they can see what it's like in another side of the world, so they can put their head underwater and see what's going on beneath the surface, to get to know that fish, to be able to see that coral reef alive or not, and understand where we really are. You can see it on media, you know? You can look at it online, but it's not the same as actually being there and telling someone a story and listening to a story and then bringing that home. So it's very easy to simply look at it on your iPad or whatever you like to do, but really to get out in the world. And it doesn't mean that you have to not enjoy it. You know, you should go out and experience life and go to places like Fregat or so many other wonderful islands that are true about sustainability and conservation. It's extremely important. Danke, Wayne Kapczak. Weniger ist mehr. Less is more. Beim Reisen aber, man muss reisen und es wirklich sehen und dann die Botschaft in die Welt tragen. Und so sehen, wie Sylvia Earle vor ja, unfassbar langer Zeit im Meer gesehen hat, da sind wunderbare Fische, als sie als kleines Mädchen das erste Mal im Meer war. Und dann hat sie gesagt, das will sie machen und alles wissen darüber, bis sie eine der ersten Scuba, also der ersten Taucherinnen war, bis sie die erste Frau war auf dem Tiefseeboden, die sah, da ist, da Leben ist. Und deshalb haben sie jetzt mit dieser langen, langen Erfahrung von 7000 Tauchstunden, das sind fast 9 Monate addiert, unter Wasser, haben Sie jetzt das Schlusswort, uns zu sagen, was Sie da unten gesehen haben und was wir daraus machen sollen. Sylvia Earle, your message for us. I would say it would be informative to take a child, anyone, find a child, if you don't have one, borrow one. And go to some wonderful wild place. Of course, I think of the ocean. But then through the eyes of that child, imagine them where you are. You know, think 20, 30, 40, 50 years. What will the world be like? And then what can you do to get to that place that you imagine as a better place than today? In 1972, nations got together, people got together, the idea of having something called Earth Day began. And every year, Earth Day is celebrated. Now there's a World Ocean Day, the 8th of June. But every 10 years, nations tend to gather and reflect on the past, the present, and future. 1982, it was London. 1992, it was Rio. And then 20 years after that, there was Rio plus 20. Since 82, I've been to these conferences. One also was in Durban. I think that was 92, 82, whatever it was. Anyway, 2002 was in Durban. The headline at that most recent one, Rio plus 20, was, "What is the future we want? What is the future we can aspire to?" And make that a headline in your life. Everybody can do something toward that end. And we have to acknowledge the real cost of what we have always heretofore thought of as free. Nature is not exactly free. There's no free lunch. Everything has consequences. I don't consider it a sacrifice. I don't consider it giving up. It's giving back when you make a better decision. You're doing something that you didn't know was negative, and now you change because you know it's a better way to go. I don't think of a sacrifice to make the world a better place. It's just the good, right thing to do. And on any scale, taking care of my, you're taking care of an injured bird or whatever and returning it to the wild.
showing empathy for life, empathy for humans as a part of nature. We're all in this together, you know. Do unto others as you would have them do unto you is a good basic concept of religions around the world. If you see the world through the eyes of whoever those others are, whether it's other people, whether it's other cultures, whether it's other animals, but looking at those others who are going to be around in 50 years, what are they going to think of you, of us, collectively? If knowing what we know when we fail to do everything we can to get from this decline that we can see the evidences all around us, we have a chance to go like this. So that whether it's 50 or 500 or 5,000 years from now, we live in this critical time when the choices we make, you make, all of us make, will really make all the difference in the world. Hope is all around us. And it's in the mirror you look at. That's it. Herzlichen Dank. Mm-hmm. Thank you so much, Sylvia Earle. Sie haben es alle gehört, ein großes Plädoyer für die Empathie und die Frage, wenn in 50 Jahren auf uns zurückgeblickt wird, was haben wir getan? Und unsere Frage von hier aus in die Zukunft, welche Zukunft wollen wir und wir sind diejenigen, die sie jetzt gestalten. Ich kann das gar nicht so schön übersetzen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns alle nochmal das Herz erwärmt haben, wirklich was jetzt zu tun, die Hope Spots zu vergrößern. Heute Abend beim Ocean Film Fest die Schönheit des Meeres zu sehen, die es zu schützen gilt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind, Sylvia Earle und Sie alle, Hannes Jenicke, Dr. Georg Kais und Herr Winterer, Dr. Hofreiter und Wayne Kafchak, dass Sie so weit angereist sind. Ich danke aber auch der Dolmetscherin Monika Ott, die sich da versteckt hat und geholfen hat, dass wir zweisprachig heute reden konnten. Und ich danke dem Team vom Ocean, von dem Ocean Film Fest, dass sie uns in dieser Runde zusammengebracht haben, hoffentlich mit ganz viel Wirkung und Ihnen allen fürs Zuhören. Und ich wünsche Ihnen ganz schön ein ganz nettes Zusammenreden und Ideen finden jetzt, denn wir sind eingeladen, hier noch ein bisschen zu bleiben zum Get-Together. Und ja, wir können jetzt alle ausprobieren, was wir von den Ideen von Zack bis zur Hope, bis zur Hoffnung mitnehmen. Also ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Diskussion jetzt mit vielen, vielen guten Ideen.